Zurzeit werden Kulturveranstaltungen ja vor allem aufgrund des Zivilisations-Naturphänomens Corona abgesagt. Corona cancels Culture. Eine Erfahrung, die zeigt, dass auch beim Begriff Cancel Culture die scharfe Trennung zwischen Kultur und Natur, wie sie seit der Moderne vollzogen wurde, in Frage gestellt werden muss. Die Kultur verliert also auch ohne ihr Zutun Nischen und Räume, Publikum, Antrieb und Kontroversen, sie wird marginalisiert. Die ursprünglichen Gründe fürs Canceln treten damit während der Pandemie in den Hintergrund, wie Mutmaßliche moralische Verwerflichkeit einzelner Künstlerinnen, Mangel an dem aktuellen Paradigma und Trend entsprechende Gesinnung oder diskriminierende oder zumindest missverständliche Inhalte. Kontakte mit den falschen Leuten. Mit diesen Gründen des Cancels versuchen Kulturschaffende teils berechtigten Einfluss auf gesellschaftliche Werte und Machtverhältnisse zu nehmen, marginalisieren sich dabei zum Teil aber auch selbst. Alles ist noch im Fluss, wenn auch aktuell etwas zähfließend. Die einzelnen Künstlerinnen, der einzelne Künstler fühlt sich zunehmend dazu verpflichtet, sich zurückzuhalten, abzuwägen, die AdressatInnen zu berücksichtigen, möglichst eindeutig zu bleiben. Die Natur des Unterbewussten, die gegen die Kontrolle und gängige Moral rebelliert, dünnt in der Kunst aus. Aber auch Ironie, Sarkasmus und Provokation, also klassische Mittel der Kunst, zum Teil eingesetzt im Widerstand gegen die Mächtigen und Privilegierten, verschwinden zunehmend. Die Kunst selbst gerät in Gefahr, zu einem Vehikel zu werden, das Interesse an ihr verblasst. Der klassische Antagonismus des 20. Jahrhunderts war ja Avantgarde gegen die bürgerliche Gesellschaft. Die Erzählung lautete, die Kunst versuchte, sich unmittelbar an der Veränderung der Gesellschaft oder eben umgekehrt, die Machthaber instrumentalisierten die Kunst und nordeten sie rigoros ein. Aktuell aber findet der Klärungs- und Umdenkungsprozess vor allem innerhalb der Kulturszene statt, zum Beispiel über Sprache, terminologische Setzungen und Transformationen. Gleichzeitig weist das Phänomen Cancel Culture jedoch auf einen grundsätzlichen und notwendigen Wertewechsel hin und ist Symptom wichtiger zukünftiger gesellschaftlicher Umbrüche. Nun gilt es aber wieder produzieren, reflektieren und provozieren und nicht in Vorsicht zu erstarren. Ach und, die Kultur ist nicht das Maß aller Dinge.